Büchlein Nummer 14, König Herodes. Der Priester eilte sofort zum Palast und berichtete König Herodes von den drei Königen und ihrer Botschaft. Diese weisen Könige versetzten ein Volk in Unruhe. Sie erzählen von einem neugeborenen Kind, das König der Juden werden soll, rief er. Das kann niemals sein, schrie Herodes wutentbrannt, denn ich bin und bleibe der König. Die drei Könige sprachen von einer alten Prophezeiung, fuhr der Priester fort. Was für eine Prophezeiung, brüllte Herodes. An so etwas glaub ich doch nicht. Die Weisen erzählen, dass Gott versprochen habe, den Menschen den Erlöser zu senden, sagte der Priester. Er soll in Bethlehem geboren und von allen Menschen angebetet werden. Führe diese fremden Könige zu mir, befahl Herodes. Thank you.